hier und in Zukunft. Wir können uns hier über die Politiker ärgern, die damals viel Infrastruktur bauen ließen, Geld für Neubau bereitstellten, ohne aber Geld für Instandhaltung dieser Infrastruktur einzubringen. Später verschoben. Ich kann auch ohne. Oder nicht ahnten, wie sich Mobilität in den Jahrzehnten entwickeln würde, weil sie vom Status quo ausging. Nun, was sollen die Menschen und Politiker in 30 Jahren über uns denken? Wie Sie sehen, wenn Sie sehen, dass wir das Problem des Instandhaltungsrückstands deutlich erkannt, prominent analysiert, für unglaublich wichtig befunden und dann dennoch vertagt haben. Was die dann denken, das darf hier am Rednerpult gar nicht sagen und noch nicht mal twittern darf ich das. Moment. So. Aber schon jetzt haben wir ÖPNV-Systeme, die zurückgebaut werden, Langsamfahrstellen, die den Fahrplan durcheinander bringen, Schleusen, die wegen baulicher Mängel weit hinter ihren eigentlichen Kapazitäten zurückbleiben und ja, Autobahnen, bei denen weit vor der geplanten Zeit die Brücken wegbröckeln. Das wollen wir ändern. Und wenn wir einfach so wie bisher und jetzt weitermachen, mit Lippenbekenntnissen, Zeigefinger auf den Bund und den guten Glauben an CSU-Bundesverkehrsminister, ohne Wende und ohne Umdenken, dann haben wir auch in der Zukunft weiterhin die Verkehrsinfrastruktur von gestern. Mit dem Unterschied, dass sie dann in einem so schlechten Zustand ist, dass wir sie nicht mehr so wie heute benutzen können. Wir wissen alle, diesen Rückstand und diese Fehlentwicklung noch viel später aufzuholen und Korrekturen nachzuholen, ist nahezu unmöglich. Denn dann benötigen wir eine Summe, benötigen Ressourcen, die dann wirklich niemand mehr aufbringen kann. Das hat dann so die Dimension von Bankenrettung. Siehe auch Antrag. Und ja, wir sollten zunächst diesem FDP-Antrag auch folgen. Und ja, der Bund ignoriert die Erfordernisse sehenden Auges und muss in die Pflicht genommen werden. Und dann Herrn Breuer, 1,25 Milliarden pro Jahr sind eben nur ein Bruchteil und auch nur dann etwas, wenn man nicht gleichzeitig im regulären Haushalt abnehmend kürzt, den Verkehrshaushalt. Und dann Herr Fussem, ja, das hätte nicht vom Himmel fallen müssen, denn Instandhaltungsrücklagen sollten ja eigentlich selbstverständlich sein. Ein vermeintlicher Konsens im Antrag stört mich allerdings. Der Antrag spricht von verkehrsträgerbezogenen Infrastrukturfonds. Und ich möchte eigentlich lieber verkehrsträgerübergreifende Infrastrukturfonds beziehungsweise ein System, welches die aktuelle Relation der Verkehrsträger nicht zementiert. Und Sie zitieren ja auch Herrn Groschek, wie er nur einen überjährigen Fonds fordert. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch richtig verstanden habe. Der Antrag fordert Minister Groschek auf, seinen Einsatz in der Verkehrsministerkonferenz fortzusetzen. Und diese Unterstützung des Landtags möchte ich dem Minister auch gerne mitgeben. Aber das reicht nicht. Dadurch passiert nämlich erstmal gar nichts. Wir müssen auch hier im Land handeln. Wir müssen Prioritäten setzen, auch eigene Mittel einsetzen und mit gutem Beispiel vorangehen, alle Register ziehen, Mittel vorziehen, Informationen beschaffen, Transparenz einfordern, Verantwortung übernehmen. Und einen Plan B haben, wenn der Bund weiterhin NRW benachteiligt. Und lange weinen und irgendwie trotzig sein, weinen, bis der Bund nachgibt, ne? Das ist nicht Plan A. Plan A heißt Vorbild sein und im Interesse des Landes zukünftiger Legislaturperioden handeln. Dazu gehört auch selbstverständlich auf mögliche Mobilitätsszenarien der Zukunft zu achten, statt die Vergangenheit vorzuschreiben. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, aber Mobilität ändert sich. Und natürlich sage ich an dieser Stelle, öffentlicher Personenverkehr und vor allem der ÖPNV kommt in den Überlegungen des FDP-Antrags zu kurz, nämlich gar nicht vor. Dabei ist der ÖPNV das zentrale Element fast aller zukünftigen Mobilitätsszenarien und das zentrale Element der Mobilität, um das sich der Staat, also die Politik, also wir kümmern müssen. Ähnliches habe ich schon mal gesagt, im Dezember beim Antrag der Piraten zu Infrastrukturkosten, zu der Nichtumsetzung der Kommissionsempfehlungen im Bundeskoalitionsvertrag und zum Instandhaltungsrückstand im ÖPNV. Daher fordern, handeln, den richtigen Schwerpunkt setzen. Vielen Dank.
Dankeschön.